Willkommen zurück, meine lieben Freunde. Was zum Teufel willst du, Reed? Du bist eine Enttäuschung, Vee. Für mich, für Song. Wir hätten ihr helfen können. Zusammen. Das wollte sie nicht. Du hilfst einer Verräterin, die fast die Präsidentin der NUSA umgebracht hätte. Sorry, Reed. Ich habe mich entschieden. Ich mache hier keinen Rückzieher mehr. Du verstehst das nicht. Es geht nicht mehr um uns beide. Ihr zwei seid jetzt Feinde der NUSA. Wir, die FIA, finden euch beide. Es gibt keinen Ausweg mehr, Vee. Warum rufst du mich dann an, wenn alles vorbei ist, Reed? Ist das eine Verhandlungstaktik, oder was? Dafür ist es zu spät, Vee. Ich sag nur, dass wir uns bald sehen. Du, Song und ich. Verstanden? Und ich hoffe, du kommst bis dahin zur Vernunft. Wow, danke für die Warnung. Denk daran, du hast die Verantwortung für sie übernommen. Wenn wir euch finden, wenn, nicht falls, geht es nicht mehr um irgendwelche Abmachungen. So, und damit willkommen zurück bei Cyberpunk 2077. Und ein Abo und ein Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst und würde mich sehr freuen. So, denn ihr so entscheiden solltet. Wir warten jetzt einfach mal. Weil Reed hat jetzt auch angerufen, also wird jetzt wohl gleich auch Songbird irgendwann anrufen. Und vielleicht müssen wir jetzt 2 Tage oder 3 Tage warten. Vielleicht sollte dieses Gespräch gerade eben direkt nach der Mission stattfinden. Und deswegen hat das mit den 3 Tagen warten nichts gebracht. Das kann natürlich sein, ne? Schauen wir mal. Wenn ich jetzt zum Ende des Parts oder zum Ende der Videos jetzt hier ein bisschen... Da ist Songbird. Hey, bist du bereit? Du klingst nicht so gut. Sicher, dass es geht? Schon okay. Hilft dir nichts. Sollte ich mir Sorgen machen? Das bringt auch nichts. Kümmere dich um deinen Part. Hab uns einen Wagen besorgt. Ich schick dir die Koordinaten. Okay, bis dann. Wir treffen uns an der Gasse beim Hauptquartier von N54 News. Ich bin unterwegs dorthin. Und wir lesen natürlich noch Lina und Tolina, True Fans. Wisst ihr, was ich gerade rausgefunden habe? Alk aus dem Wasserwerfer zu trinken, das haben wir auch schon mal gelesen. Aber wir waren da oben noch eine andere Nachricht, oder? Warte mal. NCX Spaceport, ja, okay. Kundendienst 0 von 10. Okay, endlich geht's zum Finale. Das Finale, was Potato möchte, aber ich will am Ende, glaube ich... Ach, das ist jetzt schwierig. Will ich am Ende das, was ich möchte, oder das, was ich nicht möchte? Weil ich habe das Gefühl, dass wir noch eine Chance haben auf dieses andere Ende. Auf dieses Ende, was wir auch schon hatten vorhin. Werden wir uns jetzt nochmal umentscheiden. Nur, das wird dann vermutlich das gleiche Ende nochmal sein, ne? Ist es dann was anderes? Hm. Frage. Ich glaube, wir machen erst das Potato-Ende und dann machen wir das Ende, was wir behalten. Wir machen das Ende, was ich als das richtige Ende empfinde. Für die Geschichte. Als erstes. Und danach machen wir das Ende, wo ich meine, dass wir weiterspielen. Also andersrum. Ja, wo wir weiterspielen können, am Ende nochmal alles. So, dass wir am Ende am meisten sehen. Weil ich denke, dass wir die Möglichkeit auch mal haben werden, nachher Songbird auszuliefern. Und wenn wir das tun, nehme ich an, werden wir wieder geheilt. Und was das heißt, wissen wir jetzt schon. Kein besonders glückliches Leben. Ist halt eine sehr philosophische Frage, ne? Vor allem in so einer dystopischen Zeit hier, ne? Willst du halt noch 6 Monate zu leben haben und das Beste aus der Zeit machen? Mit allem drum und dran? Das Leben bis ins Vollste genießen? Und zur Legende, quasi zur lebenden, also nicht lebende, sondern zur Totenlegende werden, aber zur Legende werden.
die Welt prägen, deinen Fußabdruck hinterlassen in den 6 Monaten? Oder willst du ein langes Leben haben, in dem du ein Niemand bist? In dem du absolut ein Niemand bist, ein NPC. Ein Nichts. Ist natürlich schon eine interessante Frage, ne? Also ich persönlich bevorzuge natürlich schon das Leben als Niemand. Bin ich ehrlich mit euch, ich muss nicht so Legende werden, ich muss nicht unbedingt die Welt verändern oder das Gefühl haben, dass ich die Welt verändere. Aber wir sind auf einem Videospiel, also mein Wie ist natürlich ein bisschen anders. Mein Wie möchte zur Legende werden. Das habe ich am Anfang schon gesagt, er ist ein Hau drauf Typ, er will zur Legende werden, er will reich sein, er will sein Leben noch genießen. Das ist so seine Motivation, eigentlich will er gar nicht gerettet werden. Deswegen sehen wir gleich das echte Potato-Ende, nehme ich mal an. Weil ich nehme an, wir werden wieder 2 Entscheidungen haben. Im echten Leben bin ich auch nur ein NPC, ja. Also im echten Leben, das ist ja so eine philosophische Sache, die man im Leben fest... Also philosophisch nicht unbedingt, aber eine Sache des Erwachsenwerdens, des Coming of Age. Wenn du ein junges Kind bist, Kinder sind grausam, sagt man immer ganz gerne. Das liegt daran, dass Kinder halt nicht realisieren, dass andere Menschen Grenzen haben und Kinder für sich immer gefühlt der Hauptdarsteller sind. Und alles andere sind nur Nebencharaktere. So. Und mit dem Erwachsenwerden und dem Älterwerden fällt einem immer mehr auf, dass man zwar der Hauptdarsteller seines eigenen Films ist, aber man ist halt der Nebendarsteller vieler anderer Filme und in den allermeisten Filmen findest du gar nicht statt. Da existierst du gar nicht. Es gibt 8 Milliarden Filme, die Menschen auf der Welt fahren. Quasi 8 Milliarden Hauptcharaktere in ihren eigenen Filmen. Und in 7,99999 Milliarden davon findest du gar nicht statt. So unbedeutend bist du eigentlich. Und diese Realisation, das ist, glaube ich, sowas, was Coming of Age halt, was manche Leute nicht wirklich mitbekommen, was manche Leute nicht so wirklich checken mit dem Älterwerden, aber was viele Leute durchmachen müssen erstmal. 8 Milliarden, die bei den Stream hier anschalten sollten, ja, finde ich auch. Finde ich auch. Yo, 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 hier kommt der Pacifica Velfuten. Okay, hier kommt's. Okay, Moment, jetzt lesen wir das mal. Dogtown ist echt eine Soap. Folge 1035 wird dich zu Tränen rühren. Hey, schon gehört? Carrie Urodine hat sich irgendwo in den Stacks mit ein paar seiner Liebhaber gemütlich gemacht. Da frage ich mich ja, was zum Teufel macht der hier, wenn der so eine geile Villa in Norfolk hat? Steht der irgendwie auf die Gefahr? Fühlt sich dann lebendiger oder so ein Scheiß? Ich meine, jeder wie er es braucht. Ist ja auch völlig okay, aber komm schon. Ich würde mir doch denken, so eine Orgie macht mehr Spaß auf organischen Seidenlaken als in einem alten Container auf der Straße. Ich meine, so würde Ronny das machen, ganz theoretisch. Naja, auf jeden Fall wimmelt es jetzt in den ganzen Stacks vor lauter hirnrissigen Gongs, die in jedem scheiß Container nach einem Superstar suchen. Unglaublich, ey. Das würde ich ihm irgendwie schon zutrauen, hast du es ja selber gesagt. Jeder, wie er es braucht. Soll doch jeder machen, was er will. Jo, machen wir. Ja, Schum, ich meine, mir ist das ja auch egal. Ich verstehe bloß nicht, warum Leute ihm irgendwie nachspionieren. Ich meine, wenn das stimmt, dann lass ihn doch in Ruhe Spaß haben, ey. Naja, wenn ich ihn irgendwo sehe, schicke ich dir ein Foto. Vielleicht kriege ich ja sogar ein Autogramm. Oh, ich glaube, der geht sich gut, ey. Du siehst echt... Wie? Meine Sinne lassen nach. Sehe dunkle Punkte. Ich krieg kaum Luft. Du willst fliehen? In deinem Zustand? Das wird nichts. Wo warst du? Was hast du gemacht? Ich bin so schnell gekommen, wie es ging. Bei den Schmerzen hat es gefühlt ewig gedauert. Was hast du gemacht? Ich habe mit Reed gesprochen. Hm. Und? Ich sag's dir, Reed ist ein sturer alter Bock. Der lässt einfach nicht locker. Gibt's was Neues? Irgendwas? Ein paar weise Worte, ein paar Drohungen mit der FIA. So läuft das bei ihm. Ah, Verhandlungen nach Vorschrift. So haben wir das genannt. Ich hätte das jetzt nicht nach Vorschrift genannt. Nein, Reed schlägt dazu, wo es weh tut. Das konnte er schon immer, ja. Auf geht's. Also, hast du doch einen Plan.
um uns beiden zu helfen. Ja. Der ziemlich oder komplett von dir abhängt. Die geheime Klinik, weißt du noch? Ist auf dem Mond. Auf mich wartet ein Shuttle dorthin. Ich will mit dir kommen. Nein, wie? Wird nicht möglich sein. Die erwarten nur eine Person und darüber wird jetzt auch nicht verhandelt. Wahrscheinlich bin ich deren Versuchskaninchen. Die werden die KI aus der Neuralmatrix extrahieren. Einen Prototyp für unser Heilmittel erschaffen. Ich melde mich bei dir, sobald sie für uns beide bereit sind. Versprochen. Dann warte ich einfach ab. Und Shuttles starten am Spaceport. NCX. Da müssen wir hin. Oha. Ich kann nicht einfach reinspazieren. In meinem Zustand würde das Aufmerksamkeit erregen. Also spazierst du rein und öffnest mir anschließend im Tycho-Terminal eine Seitentür. Was ist mit der Security dort? Das Tycho-Terminal wird renoviert. Wenige Leute, viel Blickschutz. Und wahrscheinlich minimale Sicherheitsvorkehrungen. Das hilft. Meinst du, du hast genug Kraft zum Netrun? Netrunning? Das aber nur über deinen Direct Link. Dieser ganze Scheiß ist zu viel. Weißt du wie? Ich habe so viele Leute verletzt. Frag mich, ob man das überhaupt vermeiden kann. Andere zu verletzen. Ich denke nicht, nee, man kann das nicht vermeiden. Nein, auf keinen Fall. Sehe ich genauso. Booster, wie? Ich... Ganz ruhig. Reed. Okay. Wie? Ja? Ich will nicht sterben. Ich bereue einfach. Ich will... Hilf mir, abzuhauen. Die Medikamente wirken. Alles okay. Bisschen Pet-Pet, das hilft. Übernimm das Steuer, okay? Bisschen Pet-Pet. Komm, ruh dich aus. Wir fahren in der Ego-Perspektive übrigens. Weil es ist halt atmosphärischer jetzt für das Ende. Aber scheinbar gibt es dann doch eine ganze neue Map jetzt wieder mit dem NCX Spaceport. Mal sehen, wie lange das dauert. Ich hoffe, diesmal wird es kein Horrorspiel. Ich mag Horrorspiele nicht. Aber das fand ich eigentlich ganz okay bei Cyberpunk jetzt. Also, weil es nicht so schlimm war. Was ich übrigens auch mal ganz kurz sagen wollte. Was, ich lade jetzt zwar nicht mehr so 3 Videos auf 5 Videos oder 6 Videos am Tag, schalte ich nicht mehr frei auf YouTube, aber meine Videos sind normalerweise eine halbe Stunde lang. Und die Cyberpunk-Videos sind regelmäßig über eine Stunde. Meistens 1,5 Stunden sogar fast. Also lade ich quasi 3 Parts am Tag hoch, nur halt als ein Part, nur dass ihr das nicht vergesst. Wie viel ich hier hochlade. Orbital Air begrüßt Sie am Night City International. And Transluna. Wir möchten Sie daran erinnern, dass sich alle Fahrzeuge auf dem Gelände des Spaceports an die Geschwindigkeitsbegrenzung zu halten haben. Reisende müssen sämtliche Sicherheitsvorschriften beachten und Anweisungen des Spaceport-Personals Folge leisten. Orbital Air behält sich das Recht vor, jegliche Person, die sich anderen Reisenden gegenüber aggressiv verhalten, ohne Umschweife und für unbegrenzte Dauer festzusetzen. Okay, Maximalgeschwindigkeit beachten. Der fährt auch viel zu schnell da vorne! Viel zu schnell fährt der da! Das Spaceport, da sind wir. Ja, du Assi, jetzt siehst du mal, jetzt hol ich dich ein, ne? Du bist viel zu schnell gefahren. Wir sind gleich da. Da fährt er wieder davon.
weil die Autos despawned sind. Ich weiß, worüber ich unser erstes Gespräch denken. Jetzt ist er auch despawned. Seitdem sind wir weit gekommen. Wir sind auch noch nicht am Ende. Geschieht ihm recht. Der ist despawned. Seine ganze Existenz wurde ausgelöscht. Oh, damit wir hier nicht links fahren. Süß. Ich fühle mich gerade so, als würde ich bei GTA RP aus dem Start ausreisen. Nicht mal nur Witze, ja. Jetzt wieder ernst. Natürlich kannst du da nicht bewaffnet reingehen. Standardsicherheitsregeln im Spaceport. Keine Waffen. Ich bringe sie dir dann später mit. Was passiert hier? Was passiert hier? Okay. Brauche ich die Maske? Ich meine, Reed kennt doch mein Gesicht. Die FIA würde die Tech-Signatur in der Security erkennen. Das ist ihre Technik, die finden sie überall. Also, gibt es einen Spionagetrick, um irgendwo unbemerkt reinzukommen? Benimm dich ganz normal, wie andere Passagiere. Nicht stehen bleiben, reden, trödeln, Blickkontakt aufnehmen. Du musst zu deinem Terminal und zu deinem Gate. Oh, Scheiße. Ich krieg hier Flashbacks. Damals Compeki Plaza. Dafür ist keine Zeit. Du hast jetzt mehr drauf. Du schaffst das, auch ohne Waffen. Also nochmal. Tycho-Terminal. Lass dich von niemand Wichtigem entdecken. Halte vor allem Ausschau nach Wachen von Orbital Air. Wer weiß, worauf die noch achten. Dann bis gleich. Eine Sache, die ich aber ein bisschen unrealistisch finde übrigens. Ganz ehrlich, ich habe zwar keine Waffen, aber ich habe die hier. Moment. Hey, wie? Oh, die darf ich auch nicht ausrüsten gerade, aber ich habe die Mantis-Klinge noch. Ja? Viel Glück. Danke. Kann ich brauchen. Ich würde dir für dich die Augen in alle Richtungen offen halten. Oh Mann, ey. Das sind so lustige Bugs, das ist okay. Orbital Air heißt sie im NCX. Schon gewusst, spannende Fakten über den Crystal Palace. Fakt 1. Der Crystal Palace ist die älteste Raumstation, die noch in Betrieb ist. Das erste Modul wurde im Jahr 2000 in die Umlaufbahn geschossen. Der Bau wurde nur 11 Jahre später fertiggestellt. Das Budget für den Bau betrug damals 7 Milliarden Euro-Dollar. Wenn du mehr spannende Fakten über den Crystal Palace erfahren willst, schick eine kostenlose Nachricht mit Ich will mehr an 7140. Übliche Kosten für Textnachrichten können anfallen. Willkommen. Night City International. Ein Reiseführer für dein Wochenende in Tycho. Kapitel 1 Geschichte. Tycho wurde im Jahr 1997 vom European Space Council gegründet. Der Mond war aus vielen Gründen ein offensichtlicher Kandidat für eine Kolonie. Die vorhandene Schwerkraft sowie der natürlich weiche Boden erleichterte den Bau der ersten menschlichen Siedlung im All. Bis 2020 wurden die meisten Bauten auf Tycho unter die Erde verlegt. Mit nuklearen Laserpumpen wurde ein großes Netzwerk von Höhlen und Tunneln ausgegraben, während die Decken mit Schichten aus Mondsand verstärkt wurden. Grüne Pflanzenreservoirs füllten bald das riesige Höhlensystem. Bis heute sorgen sie für einen Großteil der Sauerstoffzufuhr der Kolonie. Kapitel 2 – Gegenwart. Um das nächste Kapitel dieses Reiseführers zu erhalten, schicke eine kostenpflichtige Nachricht mit Tycho 2 an 7095. Guck mal jetzt, ich will mehr! Fakt 2. Der Crystal Palace dreht sich jede Stunde 7,5 Mal um seine eigene Achse und erschafft dabei ein eigenes Gravitationsfeld. Wenn du mehr spannende Fakten... Ich will mehr! Fakt 3. Der Crystal Palace besteht aus 5 Ebenen von Ringen, jeweils mit einem Durchmesser von ca. 2 Kilometer, die sich um den zentralen Kern der Station drehen. Ich will mehr, mehr, mehr! Fakt 4. Der Crystal Palace wird von Solarzellen angetrieben, während ein Großteil der Sauerstoffzufuhr durch die beigefügte Bepflanzungsanlage der Station, die Besuchern offen steht, generiert wird. Mehr! Fakt 5. Im Crystal Palace wurde der größte Gewinn in der Geschichte des Glücksspiels eingefahren. Die rekordbrechende Summe von 80 Millionen Euro-Dollar wurde von einem griechischen Staatsbürger im Jahr 2069 in einem Blackjack-Spiel gewonnen. 69. Nice.
Tycho 2. Okay, nach oben, nach unten. Kapitel 2, Gegenwart. Laut der Bevölkerungszählung von 2075 leben 40.000 Menschen in Tycho, was es zur größten Stadt auf dem Mond macht. Die zweitgrößte ist Copernicus mit einer Bevölkerung von ca. 18.000. Der Transport von Mineralien von Tycho auf die Erde sowie zum Crystal Palace wird durch Massentreiber ermöglicht. Zwei in Tycho, einer in Copernicus. Während des sechsstündigen ersten Orbitkriegs im Jahr 2008 wurde ein 2 Tonnen schwerer Mondfelsen von einem Massentreiber in Tycho auf Colorado Springs geschossen. Zu den Opfern gehörte ein Großteil des Oberkommandos der US-Truppen, was den Konflikt sofort beendete. Oha! Oha! Was ist da los? Kapitel 3 Sehenswürdigkeiten. Dein Tycho-Abenteuer beginnt schon, bevor du überhaupt landest. Die Mondkolonie befindet sich in einem 84 Kilometer breiten und 4,5 Kilometer tiefen Einschlagkrater, dessen Namen sie auch trägt. Kommerzielle Transportdienstleister in Tycho bieten außerdem Flüge in der Umlaufbahn des Monds an, bei denen man die dunkle Seite des silbernen Satelliten sehen und die unvergesslichen Anblicke der Erde fern hinter dem Horizont bestaunen kann. Tychos unmittelbare Sehenswürdigkeiten sind die beiden funktionalen Massentreiber, sowie eine Eismine. Außerdem gibt es beliebte Tagesausflüge zur Tranquility Base, wo die Apollo 11 im Jahr 1669 landete und erstmals ein Mensch den Mond betrat. Buzz Aldrins legendärer Fußabdruck kann immer noch in dem kleinen, aber spannenden Museum. Ups, jetzt habe ich die Nachricht geschlossen. Haben wir die hier noch irgendwo? Ich glaube, wir haben die nicht mehr, ne? Die ist jetzt einfach weg. Ah, da ist es. Museum für Weltraumkolonialisierung in Tycho bewundert werden. Es lohnt sich auch, deinen Aufenthalt auf dem Mond um einen Tag zu verlängern, um die Schwesterkolonie Copernicus zu besuchen, die für ihre Schwerelosigkeitsbecken bekannt ist. Ich habe auch nicht zugehört. Wir können nicht fliegen. Orbital Air schon. Okay, schön für euch. Warum kann man eure Nippel da sehen? Also warum ist das so angenäht, so dass man dann... Also das. Danke für Ihre Reise mit Orbital. Ja, tschüss. Was gibt's hier so Schönes? Willkommen bei Orbital Air Medical. Wie kann ich Ihnen helfen? Ist das echt ein offizieller Orbital Air Shop? Das ist eine ausgezeichnete Frage. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Nairobi, Kenia und betreibt weltweit den Großteil der orbitalen Transporte. Das war eigentlich nicht die Frage. Wir haben zudem zahlreiche Niederlassungen in den USA, sowie in vielen freien Staaten und Städten. Wir bieten eine große Bandbreite an Services, auch im Bereich der Medizin. Astromarine, sorgenfreie Weltraumreisen. Wusstest du, dass 80% aller Weltraumreisenden am Weltraumanpassungssyndrom, Space Adaption Syndrom oder SAS leiden? Die plötzlichen Veränderungen der Schwerkraft bei Weltraumreisen könnten das Gleichgewichtsgefühl des Körpers stören, da dieser nicht an eine Umgebung in Mikroschwerkraft gewöhnt ist. Das Ergebnis? Dein Innenohr dreht völlig durch und du gleich mit Übelkeit, Schwindel und Kopfschmerzen, Desorientierung, Schlaflosigkeit, sogar Halluzinationen. Und diese Symptome können dich bei deinem gesamten Aufenthalt im Weltall begleiten. Du solltest nicht zulassen, dass eine atemberaubende Reise ins Weltall zu deinem schlimmsten Albtraum wird. Bewaffne dich gegen das SAS mit Astromarine. Astromarine basiert auf einer komplexen Zusammensetzung, um den gewöhnlichen Druck auf die Gehirnrückenmarksflüssigkeit in einer schwerelosen Umgebung wiederherzustellen. Dafür benötigst du nur eine Tablette täglich. Astromarine hilft bei der Vermeidung oder Linderung folgender Symptome: Übelkeit, Schmerzen, Schwellung, Psychose, Angstzustände und Depression, Schlaflosigkeit. Klinische Studien belegen, dass Astromarine zu 100% sicher und natürlich ist. Genieße sorgenfreie Weltraumreisen mit Astromarine. Individuelle Ergebnisse können abweichen. Fragen Sie Ihren Ripper-Doc, ob Astromarine richtig für Sie ist. Bekannte Nebenwirkungen beinhalten Übelkeit, Erbrechen, Kopfschmerzen, Schwellung, Psychose, Angstzustände, Depression und Schlaflosigkeit. Die gleichen Nebenwirkungen, die oben behandelt werden sollen. Weitere seltene, aber ernstzunehmende Nebenwirkungen können ebenfalls auftreten. Astromarine ist nicht für jeden geeignet. Wichtige Informationen zu den Risiken, einschließlich Ausschlusskriterien für die Benutzung von Astromarine, finden Sie auf unserer Netpage netdir.ncity.aesculapius.corp/astromarine. Okay, von mir aus. Das kann warten. Sei nicht so. 10 Jahre. Schnell vorbei. Auf der Erde gab es keine. 3, 2, 1 und live. Gillian Jordan von N54 News. Live, Junge. Aus dem Night City International Entrance Lunar Spaceport und Flughafen. Nur wenig ist so ellenlang wie dieser Name.
bis auf die laufenden Bauarbeiten hier. Also habe ich die Verwaltung gefragt, wann können wir wieder zum Mond fliegen? Unser Vertrag mit Corpat, die für die Renovierungen zuständig sind, erlaubt gewisse Verzögerungen. Die Kenianer haben ihren Teil des Auftrags bereits erfüllt. Jetzt verhandeln wir... Okay, bevor dieses Interview auch endlos lang wird, hier die Kurzversion. So schnell kommen wir nicht wieder auf den Mond. Beruhigen Sie sich bitte! Eine Unverschämtheit! Wer gibt Ihnen das... So eine Dreistigkeit. Ich gehe zurück ins Büro. Transport ist unterwegs. Arbeiten müssen so schnell wie möglich abgeschlossen werden. Man macht sich in der ganzen Stadt über uns lustig, verdammt nochmal. Nairobi sollte endlich verstehen, was hier vor sich geht. Du schaffst das schon. Nicht etwas aussehen. Los jetzt, Lee. Du gehst zu viele Risiken ein. Ich gehe keine Risiken ein, ich will Splitter finden. Story Songbird. Ich dachte, du verstehst mich. Ich dachte, wir fliegen auf einer Wellenlänge. Ich gebe dir Geld. Ich tu mal so, als hätte ich das nicht gehört. Scan abgeschlossen. Orbital Air dankt Ihnen für Ihre Kooperation. Willkommen am Night City International Entrance Luna, Ihrem Portal zur Welt und zu den Sternen. Ich muss alle nicht autorisierten Implantate vorübergehend deaktivieren. Direct Link anschließen, bitte. Wie jetzt? Unautorisierte Implantate? Was heißt das? Informationen hierzu finden Sie in den Beförderungsbedingungen, die Sie beim Ticketkauf bestätigt haben. Wie altmodisch ist das denn? Das Problem sind Leute, nicht ihre Implantate. Code Gelb, habt einen Störenfried am Gate. Auf den Boden, Hände hinter den Kopf. Scheiße. Code Rot. Hey, steh auf. Oh, ich glaube, du meinst... Scheiße, was soll das? Der Verdächtige ist wach. Ihr müsst mich entweder ganz offiziell verhaften oder gehen lassen. Wir müssen gar nicht. Reiß dich zusammen, Vieh. Hab gute und schlechte Neuigkeiten. Die schlechte, du wurdest eingesperrt. Die gute, du wurdest im Tycho-Terminal eingesperrt. Ja, du hast... Scheiß auf AOA. Wenn du das hier liest, dann haben sie dich auch erwischt. Ganz egal, wer du bist, ich beneide dich nicht. Diesen Leuten ist die Wahrheit scheißegal. Sie wissen, was sie hören wollen und genau das wirst du früher oder später auch sagen. Meinst du, dass sie deine Unschuldsbeteuerung glauben werden? Dann hätten sie die falsche Person verhaftet. Was macht Orbital Air mit Mitarbeitern, die den Unterschied zwischen einem Terroristen und einem harmlosen Spinner nicht erkennen können? Ganz genau, durchhalten, mein Bruder oder meine Schwester. Und denk immer und überall an Folgendes. Orbital Air sind verfickte Arschlöcher. Ist den Wachmann echt nicht verarschen soll? OA hat gar keinen Sinn für Humor. Kannst du mir hier raushelfen? Verschaff mir Zugang zum System. Such einen Port und verlinke dich. Dann sehe ich weiter. Aber lass dich nicht von der Wache erwischen. Siehst du mich? Glasklar. Einen Moment noch. Ich sagte doch, ich hole dich hier raus. Warte kurz. Ich helfe immer gern. Ist offen. Jetzt komm raus. Achte auf die Wache. Verstanden. Die Verhaftung in Zeiten der Renovierung. Ich vermute mal, dass ihr euch alle schon denken könnt, dass die sogenannte Renovierung des Tycho-Terminals wahrscheinlich nicht vor dem Tag des jüngsten Gerichts fertig sein wird. Soll heißen, dass unser vorläufiger Verhörraum, der in keinster Weise den geltenden Arbeitsschutzvorschriften entspricht, bis auf weiteres unser permanenter Verhörraum ist. Ich hatte dem Vorstand erklärt, dass wir hier nur maximal eine Person festhalten können, wodurch unsere Verhaftungstaktik schlecht aussieht. Statistik schlecht aussieht. Weißt du, was die mir geraten haben? Erhöht einfach den Anteil der Geständnisse von Verdächtigen. Tja, das lasse ich mir nicht zweimal sagen.
Bericht über verdächtige Aktivität. Beschreibung des Verdächtigen. Geschlecht männlich. Ethnizität afroamerikanisch. Alter ca. 30. Größe 1,80 Meter. Körperbau normal. Kleidung blauer Overall. Gelbe Warnweste, Schweißerbrille, Ohrenschützer. Details. Der Verdächtige gibt sich als OA-Wartungsmechaniker aus und besitzt vermutlich eine gefälschte Zugangskarte. Er trägt einen gelben Aktenkoffer mit unbekanntem Inhalt und wurde zuletzt in der Gepäckausgabe in der NCX-Haupthalle gesehen. Gast aus Nairobi. Habari Sa Asubuhi. Im Rahmen des prestigeträchtigen Modernisierung des Tisho-Terminals am NCX freuen wir uns, Mr. Koyo Kariuki aus dem Hauptquartier von Orbital Air in Nairobi begrüßen zu dürfen. Während seines Besuches treten zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen in Kraft. Alle Angestellten des NCX werden aufgefordert, Mr. Kariuki gegenüber keinerlei persönliche Meinung und oder Bemerkung zum Verlauf und oder der Organisation der Renovierungsarbeiten zu äußern. Außerdem sind sie angehalten, den bedauernswerten Vorfall in den Toiletten der Haupthalle nicht zu erwähnen. Mit freundlichen Grüßen, Sheena Malik, OA-Vorstandsmitglied. Mordlicher Bericht. Hallo, ich bitte erneut um einen sofortigen Bericht zum Projektfortschritt plus eine Liste aller Gründe, weshalb wir nicht im Zeitplan liegen. MFG. Nicht im Zeitplan? Wir sind total am Arsch. Zu den Gründen gehören minderwertige Baumaterialien plus die Tatsache, dass wir für die angebotenen niedrigen Löhne keine Arbeiter finden. Welche Vorgehen schlagen Sie in unserer aktuellen Situation vor? Ich schlage vor, dass Sie aufhören, an allen Ecken und Enden sparen zu wollen. Konfisziert. Gemälde auf Holz, 75x59 cm, unbekannter Künstler, Porträt eines jungen, dunkelhaarigen Mannes in weißem Hemd und schwarzem Hut. Auf der rechten Seite ist ein Fenster mit Blick auf eine Landschaft zu sehen. Anmerkung, Gutachter wurde einbestellt. Gürtel aus Munition für ein halbautomatisches Präzisionsgewehr, Midnight Arms SOR 22. Vogelei, Papagei, Höhe ca. 57 mm, Gewicht ca. 30 Gramm. Sehr guter Zustand. Hinweis, drittes konfisziertes Ei diesen Monat. Organisierte kriminelle Aktivität wird vermutet. Gummistab, das heißt Dildo. Rituelles Seppuku-Messer. Erkennungsmerkmal Buchstaben, Initialien. JJ sind in den Griff eingraviert. So, haben wir jetzt eine Waffe gefunden, oder nicht? Ja. Perfekt. Es war eine schlechte Waffe, aber egal. Bin am Tycho-Terminal. Wo finde ich jetzt die Seiten- oder Hintertür? Scheiße, Problem. Vergiss die Tür. Wir brauchen einen neuen Plan. Song, was ist los? Musste mich verziehen. Die Security von Orbital ist am Van aufgekreuzt. Gott verdammt! Okay, versuchen wir es mit dem Dach. Such den Aufzug an der Baustelle. Alles klar. Ne, der Herr hat überhaupt nicht überreagiert. Das war absolut normal, die Reaktion. So würde ich ja auch reagieren. Bericht über verdächtige Aktivität. Haben wir schon Gast aus Nairobi? Mordische Bericht haben wir auch schon gesehen. Okay. Ich finde es schön, dass das kein Game Over ist, sondern dass sich das Spiel verändert. Das finde ich halt geil. Dass der Weg sich dadurch einfach verändert, den wir jetzt gehen. Ich nehme an, wir wären von hier gekommen, wenn wir den anderen Weg gegangen wären. Oder so.
Geänderte Einstellung bei den Security-Kampfbots, Status verbündet. Aufgrund von wiederholten Beschwerden von Corp-Bot-Mitarbeitern über das aggressive Verhalten von OA-Security-Bots auf dem Gelände des NCX, wird besagten Mitarbeitern vorübergehend der Status verbündet zugewiesen, sodass sie vor körperlicher Belästigung geschützt sind. Um den Status verbündet zu halten, muss jeder Corp-Bot-Mitarbeiter sich einer genetischen Überprüfung unterziehen, bei der ein Fragment seiner einzigartigen DNA-Struktur kopiert wird. Auf der Grundlage einer positiven DNA-Autorisierung an gesperrten Durchgängen in NCX werden die Bots von Orbital Air sich diesen Individuen gegenüber neutral verhalten. Mit freundlichen Grüßen, Gloria Jimenez. Achtung, Loch in der Decke. Liebe NCX-Mitarbeiter, für die Sicherheit der Reisenden und unseres Personals möchte das Management Sie daran erinnern, dass es im Rahmen der Renovierung des Tisho-Terminals zu einigen unvorhergesehenen Schwierigkeiten gekommen ist. Aufgrund eines schwerwiegenden Fehlers unseres Bauunternehmens Corp-Bot wurde die Decke in den Toiletten in der Haupthalle beschädigt. Zu Ihrer eigenen Sicherheit bitten wir Sie, sich der Öffnung der Decke an besagten Ort nicht zu nähern. Außerdem raten wir Ihnen bei der Benutzung dieser Toiletten zu besonderer Vorsicht. Jegliche Vorfälle müssen dem zuständigen Security-Personal in den Sektor gemeldet werden. Kampfbots, Freund oder Feind. Kampfbots wurden erfunden, um ihre menschlichen Kameraden zu beschützen, zu unterstützen und, wenn nötig, an ihrer Seite gegen einen gemeinsamen Feind zu kämpfen. Allerdings sind tödliche Unfälle mit Eigenbeschuss durch diese Maschinen keine Seltenheit mehr. Um die inkorrekte Identifikation eines für den Angriff freigegebenen Ziels durch einen falsch programmierten Roboter zu vermeiden, nutzen Hersteller immer häufiger genetische Autorisierungen für die Erkennung von Verbündeten. Die Standardeinstellungen einer Drohne, eines Mechs oder eines Bots können mit einem Fragment der einzigartigen DNA-Genoms eines Menschen überschrieben werden, der von der Maschine ab sofort als Verbündeter erkannt wird. Standardmäßige Überprüfungen der genetischen Autorisierung gehen schnell und schmerzlos vonstatten und können an leicht zu benutzenden Zugangspunkten durchgeführt werden. Ja, schalten wir erstmal das Sicherheitsnetzwerk hier ab. Ganz einfach. Ad Astra, Zeitschrift für Pioniere in den Sternen. Zeit ist Geld und im Weltall laufen Uhren vor dem von der Erde langsamer. Heißt, dass du mehr Geld verdienen kannst, wenn du jenseits unserer kleinen blauen Kugel investierst. Das erfährst du hier. Ad Astra stellt 4 Unternehmen auf dem Mond vor, die deine Finanzen in die Stratosphäre befördern werden. Erstens, Solvind. Grüne Energie auf dem Mond, das ist jetzt möglich. Mit seinen Sonnenwindfarmen wird diese aufsteigende schwedische Unternehmen bald den gesamten Strom für Tisho produzieren. Trifolium. Geringe Schwerkraft, Temperaturschwankungen, kein Wasser und keine Atmosphäre. Könnte der Mond jemals zum Garten der Erde werden? Wären? Ja, dank dieser innovativen, aufblasbaren Gewächshäusern der italienischen Firma Trifolium. Deox Gotuis, Gotes. Abgefülltes tasmanisches Regenwasser ist längst nicht mehr in. Dank dieser senegalischen Firma können die Reichsten der Reichen ihren Durst jetzt mit destilliertem Wasser aus Mondgletschern stillen. Hell yeah. Das kanadische Startup hat soeben seine erste Mine errichtet, die den Abbau in großem Stil von Helium-3 ermöglicht. Dieses unbezahlbare lebensrettende Isotop wird in der Kryogenik und im medizinischen Scanner benutzt, sowie in vielen anderen technischen Geräten. Luna 78. Während die Platinvorräte der Erde langsam zur Neige gehen, gibt es auf dem Mond noch massig abzubauen. Das kolumbianische Unternehmen garantiert, dass das Platin vom Mond für die Herstellung von Cyberware besonders haltbar und widerstandsfähiger gegen Chemiewaffen ist. Mein Problem ist gerade, das Spiel sagt mir gerade, das ist der Weg, den ich gehen soll. Hier soll ich jetzt doch lang gehen. Gerade eben war das. Achso, jetzt ist der Weg wieder nach unten, ne? Naja, da geht's einfach wieder nach unten. Aber vielleicht bin ich um was rumgegangen jetzt oder so. Naja. Ich bin jetzt woanders. Seit wir einander unsere Liebe gestanden, dort oben mit Blick auf die gesamte Welt, wusste ich, dass uns nichts mehr jemals trennen würde, außer dem Tod. Wenn du diesen Brief liest, dann ist dieser Tag nun gekommen. Mein letzter Wunsch ist, dass du meine Asche auf den Mond bringst und sie vom höchsten Gipfel verstreust. Sieh dabei auf zu den Sternen und denk an mich. Y. Frag mich gerade, was der andere Weg wäre. Das ist einfach die gleiche Halle, ne? Wir kommen nur von einer anderen Stelle aus da an.
Ich weiß gar nicht, ob man einen Roboter auch so töten kann. Wir haben es geschafft. Man kann noch weiter nach oben. Was ist hier oben? Ach, sag bloß, das war der. Ach, wir hätten einfach nur hier runter gemusst und das war einfach ein Weg um die ganze Lagerhalle rum. Weil wir hier rein müssen, oder? Ah, da sind bestimmt wieder Gegner, ja, ja. Da sind da Gegner. Der läuft weg von mir, aber guckt hier hin noch. Ganz weird. Kann ich die Kamera von hier aus sehen, weil sonst komme ich da nicht raus. Ah, die ist schon aus. Ne, das ist ein anderer Raum hier, okay. Wir sind schon richtig gegangen, okay. Ja, auf zum Dach. Wichtige Nachricht. Aufgrund von technischen Problemen musste Orbital Air leider alle Security Gates schließen. Wir bitten, die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.
Ein Kontakt! Ich greife an! Ja, der Typ ist ein bisschen... Ich wusste halt nicht, ob sie sich jetzt schon umdreht. Sieht er aus wie Johnny? Ist das Johnny? Das ist Johnny, ne? Mit Tränen im Regen. Ich gebe zu, der Ort hat was Besonderes. Nein, das hält ihr Gewicht nicht. Du weißt schon, dass ich dich hören kann, oder? Tommy, ich hab ne Idee. Hier, fang! Sag mir, wenn du soweit bist. Ich hab's. Halt dich fest! Wir haben's gleich! Fuck, nein, nein, nein! Hab dich! Hab dich! Was ist das? Das war zu knapp. Ach so, das hat sie so rübergeworfen. Das nächste Mal. Ich dachte, das hier über die Wand. Was ist los mit dir? Bin erschöpft. Dein Chromarsch ist echt schwer. Tut mir leid. Bald ist das hier vorbei. Auch dank deiner Hilfe. Deine Waffe. Wurde ja auch Zeit. Cyberway aktiv. Sir Orbital Air möchte Sie darum informieren, dass Ihre Kampfimplantate wieder aktiviert wurden. Vielen Dank für Ihre Reise mit Orbital Air. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt. Funksignal. Fuck. Verschlüsselter Kanal. Kannst du ihn hacken? Zuhören? Ich versuch's. Jetzt leise weiter, wie. Wenn du noch mehr Scheiß baust, sind wir erledigt. Hey, ich hab mich bemüht. Bemühe dich mehr. Still und leise. Oh Scheiße. Das Signal ist ein NUSA-Kanal. Myers? Ankunft in 45 Sekunden. Hier rein, schnell. Scheiße. Reed meinte ja, die FIA findet uns. Noch hat sie das nicht. Wir müssen weiter. An Bord. Weitern. Die landen gleich. Mach auf, los! Somi, rein mit dir!
mich durch. Ein USA-Kampfhubschrauber über der freien Stadt Night City. Das ist übel. NCX ist offiziell nicht Teil von S, sondern eine extraterritoriale neutrale Zone. Trotzdem ignoriert man jetzt damit internationale Vereinbarungen. Am NCX ist bestätigt. Die FIA hat dich wohl seit dem Security-Check im Blick. Beweg dich, sonst sehen die uns. Wahrscheinlich zu schwach, um allein unterwegs zu sein. Bestimmt versteckt sie sich. Irgendwo. Bestimmt. Reicht mir nicht. Weiß Orbital Air, worum es geht? Der Alarm wurde ausgelöst, aber wie nicht gefunden. Und unsere Agenten? Einige wurden enttarnt, aber ich garantiere, dass OA kein Wort aus denen rausbekommt. Die anderen suchen immer noch nach Songbird. Missionsfehler können wir nachher besprechen. Du warst schon immer schlecht darin, um Hilfe zu bitten. Also habe ich für dich Unterstützung mitgebracht. Ich habe alles unter Kontrolle. Nein, Sol. Du hast schon lange die Kontrolle verloren. Sieh es endlich ein. Ach, das wahre Gesicht von Rosalind Myers. Nicht das von ihren Wahlplakaten. Dass sie dir wichtig ist, dass du sie magst. Du hast sie rekrutiert, trainiert. Ich verstehe, dass du sie beschützen willst. Aber deine Pflicht gilt nur gegenüber deinem Land. Songbird hat ihre Entscheidung getroffen. Jetzt muss sie mit den Konsequenzen leben. Eine Sache noch, Saul. Das Projekt, an dem sie gearbeitet hat, muss auf jeden Fall geheim bleiben. Das klingt richtig übel. Wenn unser Vögelchen in den falschen Händen landet, die Folgen will ich mir nicht ausmalen. Die ganze Sache, davon wissen nur wir. Das würde die NUSA zerstören. Dieses Risiko kann ich nicht eingehen. Sehe ich ganz genauso. Kein Risiko. Dafür sorgen wir. Hast du das gehört? Und glaub mir, mir fällt das auch nicht leicht. Ich mochte sie. Ich habe ihr vertraut. Aber von manchen Entscheidungen gibt es kein Zurück. Entscheidungen? Deine oder ihre? Wie bitte? Du hast mich schon verstanden. Aber egal. Ich weiß, was ich zu tun habe. Du bist autorisiert, jedes notwendige Mittel zu ergreifen. Aber schieß ihr nicht in den Kopf. Das hätte ich mir denken können. Ihr habt sie gehört. Yes, sir. Oh, shit. Wir sind sowas von am Arsch. Entspann dich. Ich bleib bei dir. Die kriegen dich nicht. Du kennst sie nicht. Sie würde mich aus der Hölle zerren, um ihre Rache zu bekommen. Verschwinden wir. Zivilisten werden evakuiert. Dann wollen sie gleich richtig durchgreifen. Okay. Zurück zum Terminal. Los. Wir müssen dich bloß zu diesem Shuttle bringen. Und das war's dann. Wir nehmen den Zug zum Startplatz und haben's geschafft. Wir müssen vorher nur durchs Tycho-Terminal.
Die Waffe fallen! Neues Einsatzteam. Das wird übel. Um was zu lesen. Wenn ich aus dem Cockpit auf die Millionenlichter der Skyline von Shanghai blicke, denke ich nur an dich, Dotti. So von irgendeinem Entwickler oder sowas. Einfach da versteckt worden. Tag 1, Mondsafari, Oceanus Prolaicarum, Massentreiber, Copernicus Mare Vaporum. Tag 2, den Erdaufgang sehen, Museum für Weltraumkolonisierung, DSS Pathfinder-Denkmal. Tag 3, Selfie mit der NUSA-Flagge, Besuch in der Eismine. Tag 4, Flug zur dunklen Seite des Monds, abends im Spa, Mineralwassermassage, Schwerelosigkeitsbecken. Tag 5, kulinarischer Tour durch T-Show plus Weinverkostung von örtlichen Weinbergen, Shopping, Regolith für Mama. Tag 6, Rückflug. Ich frage, ob er alle töten kann.
Aber es wird ruhiger, ne? Also scheinbar kann man alle töten. Ja, wir haben alle getötet. Nur um sicher zu gehen, speichern wir mal eben ab. Geht nicht. Der Chief hing an dem Ding fest. Wie lustig war das denn? Oh Mann. Ist er gerade in zwei Teile gespielt? Alter, wie brutal ist das denn? Ich habe vorher noch gar nicht gesehen, dass die komplett zerreißen. Der Körper ist in zwei Teile zerfetzt. Alter Schwede. Okay, mein Spiel speichern öffnet sich nicht mehr. Jetzt. Bin total orientierungslos. Ja, wir haben ganz schön übel den mitgespielt. Ich meine, ich könnte natürlich einfach durchlaufen, wie es aussieht, aber das mache ich nicht, weil ich möchte die ganzen Loot haben. Weil es ja das Ende ist, was wir nachher auch benutzen, um weiterzuspielen.
Achtung! Ach du dicke Scheiße. Scheiße, war das knapp. Wir wurden nicht gesehen. Wie? Wenn der Hubschrauber auf uns zielt, sind wir so gut wie tot. Dann vermeiden wir das doch. Keiner da. Evakuiert. Geh vor. Oder tot. Alles okay. Luft ist rein. Crystal Palace, plane deinen Besuch bei uns. Spiel und gewinne 5000 Spielautomaten und 1000 Tische. Zeig dein Können. 9 noch Golfbahnen, 5 olympische Infinity Pools, 2 Tennissandplätze, Drohnenrennbahnen, erlebe etwas Neues, Oper, Ballett, Burlesque, Live-Konzerte. Entspann dich, authentischer Strand mit weißem Sand aus Somalia, Spar-Sinnesentzug-BDs in privaten Kabinen. Genieße köstliches Essen, 10 5-Sterne-Restaurants, darunter kenianische, vietnamesische und georgische Cuisine. '24.06.2077. Ja, es tut mir leid, dass du so lange auf meine Antwort warten musstest, aber ich konnte es einfach nicht glauben. Ich hoffe bloß, dass ich dir für deine Aufopferung irgendwie danken kann. Immer wenn ich diesen Splitter in meiner Tasche spüre, weiß ich, was für ein Glück ich habe. Ich kann es nicht abwarten, bis du meine Nachricht gelesen hast, damit wir ein neues Kapitel in unserem Leben beginnen können. Deine Dottie. Oh. Und die andere Nachricht mit Dottie. Oh, die Geschichte. Oh, der Typ ist jetzt tot. Der hier tot rum. Ich brauche einen Moment. Oder nicht? Crystal Palace, das sagen unsere berühmten Gäste. In Crystal Palace treffen sich Politiker, Unternehmer und Kulturliebhaber. Das ist wohl kaum eine Überraschung, denn unser unglaubliches Angebot an Unterhaltung und Gourmet-Restaurants findet im bekannten Universum nicht seinesgleichen. Und das behaupten nicht nur wir, sondern auch unsere Gäste. Olivia Ito, Chefköchin in Compeki Plaza, bei dem köstlichen Essen im Crystal Palace hatte ich wortwörtlich den besten Orgasmus meines Lebens. Kitty Fernandez, Stand-Up-Comedian. In meinem Privatleben bin ich immer eher Depri, aber als ich eine Woche im Crystal Palace verbracht habe, musste ich ununterbrochen lächeln. Also verklage ich sie jetzt dafür, dass ich ihren Wegen Falten habe. Ron Zapparini, BD-Studioproduzent, Hardcore. Mohammed bin Faisal, Kronprinz, so luxuriös, dass ich mich wie zu Hause fühle. Ich kann mir mal deinen Chrom anschauen. Ist das sicher? Ich kenne mich mit deinen Komponenten aus. Könnte eine Autodiagnose anschmeißen. Auf deinen BIOS zugreifen. Hab den Log. Kann die Kompensatoren übertakten, wenn die das aushalten. Das hätte alles viel reibungsloser ablaufen sollen. Aber es geht ja ums Ziel, nicht? Fast geschafft. So ein Privatflug auf den Mond. Wie viel zahlt man dafür? Ein Gespräch mit ein paar Geheimnissen. Staatsgeheimnisse? Staatsgeheimnisse. Private. Ist bei mir dasselbe. Ist die Blackwall das Problem? Mhm. Das und anderes. Will nicht drüber reden. Mach mir keine Vorwürfe, okay? Hat dir schon mal jemand gesagt, dass du Ärger förmlich anziehst? Wie ein Scheißmagnet? Tja, verstecktes Talent. Okay, reißen wir uns mal zusammen. Hilf mir hoch, okay? Du siehst besser aus. Findest du? Ich weiß nicht, wann der Point of No Return kommt, wo wir uns entscheiden müssen. Deswegen speichere ich immer. Nicht wundern. Wie gesagt, wir machen zuerst das Potato-Ende, ne? Scheiße, pass auf! Hinterkopf sofort! Schießen wir schnell. Bewegung, los jetzt!
Einsatzteam! Sie ist aber mutig. Reporter auf mich! Dann sei mal schneller! Die ziehen sich zurück. Die kommen mit mehr Waffen wieder. Kontrollturm, wie sofort. Ich besorge uns einen Zug. Geh vor. Man weiß ja nie. Verdächtig ruhig hier. Vorsicht. Scheiße, eine Falle. Sie kriegen uns nicht. Versteck dich! Die sind unsichtbar. Die Steuertafel an. Ruf uns einen Zug. Wer liegt denn da so? Achso, das ist ein Bild. Was soll ich währenddessen machen? Du hältst mir den Rücken frei. Beschäftige sie. Ich halte Meyers Unkraut fern. Klar. Und los geht's. Viel Glück, Sam. Ich darf schon mal ganz kurz den exzellenten Soundtrack anmerken. Der bringt mich echt zum Massenmord hier.
So wie bei Hotline Miami. Wie sieht's aus? Hast du's gleich? Ich bin zu schwer. Ich hab's endlich mal wieder geschafft, zu schwer zu sein. Ich bin zu fett. Einen Zug erwischen. Oh, Scheiße, tut das weh. Kann ich mir vorstellen, Sumi. Aber du hast uns den Arsch gerettet. Können wir speichern? Nein. Können wir jetzt speichern? Nein. Scheiße. Wie? Hörst du das? Das ist die Black Wall. Keine Sorge, Song. Ich bin da. Der fliegt ein bisschen. Thank you.
mit dir. Fast am Startplatz. Nein. Endlich. Und? Hältst du noch durch? Was denkst du? Haben wir das Schlimmste hinter uns? Das Schlimmste liegt immer in der Vergangenheit, nicht in der Zukunft. Eine optimistische Analytikerin? Wie hast du jemals deinen Job gemacht? Gute Work-Life-Balance, würde ich sagen. Dieses Brummen würde am liebsten einschlafen und nie wieder aufwachen. Hey, nicht einschlafen, hörst du? Reed. Hab letztens von ihm geträumt. Immer wieder derselbe Albtraum von diesem verdammten Zug und wie er meinetwegen stirbt. Reed hat vielleicht dieselben Albträume. Er hat mir alles erzählt. Er hat dir vertraut eine Weile lang und wir haben wenn Johnny jetzt hier wäre, würde er dir so richtig die Meinung geigen. Einen Freund zu verraten? Es gibt nichts Schlimmeres. Ich bereue es ja auch. Kann es aber nicht ändern. Ich will es bloß vergessen. Jeder macht mal Fehler. Song. Ich habe nicht nur Reed verraten. Was soll das heißen, Song? Die Neuralmatrix kann nur einmal. Ich wusste es. Nur einmal? Wieso? Das ist eine gefangene KI von hinter der Black Wall. Sie existiert durch ständige Entwicklung. Wenn ich sie befreie, beende ich den Prozess. Führt sie meine Befehle aus und zerstört sich unwiederbringlich. Warum hast du mir nicht die Wahrheit gesagt? Ich musste mir sicher sein, dass du mir hilfst. Das kann nicht dein Ernst sein. Ich glaube, ich sterbe bald. Ich bereue, dass ich nicht ehrlich zu dir war. Du hättest nicht lügen sollen. Ich hätte dir sowieso geholfen. Song. Ach du Scheiße. Ich bin beeindruckt. Die Kleine hat euch alle verarscht. Myers, Hansen, Reed, dich. Du machst dich über mich lustig, hm? Nee, ich meine das ernst. Es braucht Charakter, um so ein komplettes Stück Scheiße zu sein. Weiß ich aus Erfahrung. Die Frau ist besessen, entschlossen. Das respektiere ich. Drauf geschissen. So oder so sind wir wieder bei Null. Wir müssen immer noch eine Möglichkeit finden, uns zu retten. Du kannst immer noch Reed anrufen. Der bringt mich doch nur um. Wow. Dein Ego ist ja fast so groß wie meins, wie. Du bist dem Scheiß egal. Er will nur sie haben. Ist immer nett, eine Runde mit dir zu quatschen.
Aber du solltest sie aufwecken. Wir machen erstmal die Potato. Wobei ich bin gar nicht sicher, ob das noch eine Potato-Entscheidung ist. Wenn ich ehrlich bin. Hey, Song. Wir sind fast da. Die hat mich auch nur belogen und benutzt. Du brauchst wohl Hilfe. Fast da. Aber jetzt kann man noch speichern, ne? Warnung. Kannst sie gerne haben, aber nur über meine Leiche. Scheiße. Tut mir leid, wie. Ich dachte, man könnte jetzt einfach kämpfen mit ihm. Also kann man sie gar nicht zum Mond bekommen, oder was? Oh Mann. Da. Fast geschafft. Ich habe noch eine Idee. Verfickte Scheiße. Bleib stehen. Ein Schritt. Okay, so tötet er mich direkt, okay. Ich muss ja immer erstmal checken, ne? Potato muss ausprobieren. Aber wie heißt es, hier gibt's nur einen Weg oder was? Man kann nichts, es gibt nichts, was wir tun können. Hey, Song. Sie kann nicht auf den Mond kommen. Du brauchst wohl Hilfe. Fast da. Fast geschafft. Verfickte Scheiße. Bleib stehen. Ist das ein Befehl? Bleib stehen oder du stirbst. Okay, okay. Ich leg sie ab. Langsam. Also, was hast du vor? Reed, sie verreckt gerade. Ich sehe zwei wandelnde Leichen. Wenn sie stirbt, ist das allein deine Schuld. Und du und Myers seid natürlich unschuldig. Auf dem Mond erwartet sie nur der Tod. Wenn du sie retten willst, überlass sie mir. Vorhin hat Myers ihren Tod angeordnet. Und du hast nicht widersprochen. Hast du uns gehört? Ja, jedes Wort. Die Situation hat sich geändert. Überlass Songbird mir. Ich kann ihr helfen. Ich überlasse sie dir nicht, Zoll. Nie. Fuck, fuck, fuck! Du hattest keine Wahl. Aber deine Freundin hier folgt Reed ins Jenseits, wenn du dich nicht beeilst. Das wird schon. Sind fast da. Krass, oder? Ich dachte, es gäbe jetzt einen richtigen Endkampf mit ihm, aber nee. Ich habe ihn einfach getötet.
zum Mond, Sumi. Du entkommst ihnen allen. Manchmal kommt mir der Gedanke auch. Einfach alles hinter sich lassen und abhauen. Das wär's. Okay, was haben wir denn hier? Lebenserhaltungssystem aktiv. Diagnostik. Druck, Sauerstoff, Infusionspumpe. Ganz vorsichtig. Warnsystemspeicher frei. So viele Tote, um ein Leben zu retten. Hoffentlich war es das wert. Luke geschlossen und versiegelt. Interner Strom eingeschaltet. Hydrogendruck ausreichend für Start. Automatische Startsequenz initiiert. Tja, jetzt gibt's kein Zurück mehr. Noch 60 Sekunden. RS-25, Hauptmotor, Start. Und los geht's. Ich habe noch nie ein Raumschiff gestartet. Du etwa? Nee, ich auch nicht. Noch 50 Sekunden. Festtreibstoffmotoren laufen. Zündstifte aktiv. Hoffentlich wird sie glücklich. Egal, was sie erwartet. Sie hat es geschafft. Sie ist frei. Sie hat das, was mir immer gefehlt hat. Ein Scheißglück. Glück hat nichts damit zu tun, Johnny. Ihr beide wolltet unterschiedliche Dinge. Ach ja? Dann erzähl mal. Was genau war das, was ich so sehr wollte? Applaus, Jubelrufe. Du hast alles getan, um das Publikum zu bespaßen. Ah, vielleicht. Vielleicht hätte ich mehr tun und anders sein können. Vielleicht war ich bloß überzeugt, dass ich eh nicht überlebe. Und vielleicht hat diese Tussi auch einfach Eier, das bis zum Ende durchzuziehen. Und mir fehlte das letzte Quäntchen Entschlossenheit. Keine Ahnung. Nun, wenigstens bist du ehrlich zu dir. Das ist auch eine Art von Freiheit. Was kommt als nächstes? Irgendein Träume nicht dein Leben, lebe deine Träume Bullshit? Genieß die Show, Johnny. Start initialisiert. Und ja, das ist das Potato-Ende, glaube ich. Doch. Das ist das Potato-Ende. Das ist das Ende, was ich wählen würde. Doch. Ich meine, die Alternative ist halt auch scheiße, ne? Das ist das Ende, was Potato wählen würde. Aber wir haben noch ein Ende gleich. Ich glaube, jetzt kommt nichts mehr mit Epilog, weil was soll der Epilog noch bringen? Was soll da noch sein? Reed kann ja nicht mehr mit sich uns melden. Vielleicht kriegen wir noch mit, was mit Songbird passiert ist. Und was machen wir jetzt? Jetzt sagen wir Bye-bye zu deinem Traum von einem langen Leben. Ja, eben. Das ist noch nicht das Ende. Aber es ist ja nicht alles schlecht. Politiker, Spione, wir mittendrin. Und wir haben überlebt. Und uns dabei ziemlich mächtige Feinde gemacht. Myers wird das niemals vergessen. Nie im Leben. Nicht nachdem du ihren besten Agenten getötet hast. Sollte der nächste Krieg ausbrechen, dann war Reed nur das erste Opfer. Eins von vielen. Der hat seinen eigenen Krieg gekämpft. Für seine Prinzipien. An Shrooms wie ihn erinnert sich niemand.
Ich muss mich jetzt fokussieren. Auf mich selbst. Auf meinen Weg. Stimmt schon. Den NUSA ins Auswischen, einen halbtoten Cyborg ins Weltall schießen. Das sind schöne Steine für das Monument deiner Legende. Aber die Uhr tickt. Du stirbst. Wir brauchen eine scheiß Lösung. Ja. Ja, das ist doch, genau. Das ist nur eine Nebenquest. Wir haben keine weitere Hauptquest. Das war es also mit diesem Ende. Wir sehen uns wieder beim nächsten Part, wenn es dann zum letzten Ende geht. So. Schon nach wenigen Tagen vermisst niemand Bennett mehr. Iago kommt mit der Situation besser klar, als ich gedacht hätte. Offenbar hast du auf den richtigen Hund gesetzt. Natürlich haben einige Scavenger die neuen Machtverhältnisse noch nicht akzeptiert und machen Ärger. Aber gut, das sind Scavenger, kein Schachclub. Scavenger und Ärger gehen Hand in Hand. So, meine lieben Leute. Dann war es das für diesen Part. Wir sehen uns wieder im nächsten Part, wo es das letzte Ende noch gibt. Und die Credits dann endlich. Die Credits plus mein Fazit bisher. Weil ich meine, wir haben noch zwei Aufträge, fixe Aufträge, die erledigen müssen. Und ja, genau. Dann bis zum nächsten Part. Haltet die Ohren steif, macht immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Pad verabschiedet sich. Bis dann. Tschüss.